Hallo Herr Krämer. Am 26. September wird der neue Bundestag gewählt. Haben wir eigentlich schon einen wirklichen Wahlkampf? Ich habe nicht den Eindruck. Also bisher geht es eher um Nebensächlichkeiten. Aber die ökonomisch wichtigen Fragen, die werden noch gar nicht diskutiert. Das muss erst noch kommen. Wie meinen Sie das genau? Ja, es gibt da verschiedene Dinge. Wenn Sie beispielsweise mal an die Klimapolitik denken, da hat Deutschland ja das ehrgeizige Ziel, bis zum Jahr 2030 die CO2-Emissionen verglichen mit Anfang der 90er Jahre um 65% zu senken. Und jeder weiß, dass das nur mit erneuerbaren Energien geht. Die entstehen vor allen Dingen im Norden an der Nordsee, um die in den Süden zu bekommen, wo die Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Da brauchst du neue Stromleitungen. Und diese große Stromleitung vom Norden in den Süden, das wurde bereits 2011 beschlossen. Das sollte in diesem Jahr fertig sein, weil die ersten Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Aber der Bau dieser großen Stromleitung hat noch nicht einmal begonnen. Und das Problem sind hier sehr lange Genehmigungsphasen. Und ja, da müsste man auch mal in Deutschland diskutieren, wie man die verkürzen kann. Und das geht ja nur dadurch, dass man die Einspruchsmöglichkeiten der Bürger reduziert, unter anderem. Aber die Diskussion darüber hat überhaupt noch nicht begonnen. Und was ist mit der Rentenpolitik? Ja, da sprechen Sie ein zweites Feld an, wo auch große ökonomische Themen lauern. In den letzten Jahren hatten wir so eine ganz positive demografische Entwicklung. Aber in 2, 3 Jahren, dann schlägt die Demografie wieder zu. Und dann geht es darum, die sogenannte doppelte Haltelinie zu halten. Denn die Politik hat ja versprochen, dass die Durchschnittsrente nicht unter 48% des Durchschnittseinkommens fällt. Und sie hat auch versprochen, dass der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung nicht über 20% geht. Naja, um das dann bei einer in 2, 3 Jahren schlechteren Demografie halten zu können, dieses Versprechen, braucht es eben deutlich mehr Zuschüsse des Bundes, Subventionen des Bundes für die Rentenversicherung. Naja, und wenn die dann wirklich in dem Umfang kommen, ja, dann würde das bedeuten, dass dann in 5, 6, 7 Jahren vielleicht schon die Hälfte des Bundeshaushaltes aufgewendet werden müssten, um die öffentlichen Renten zu subventionieren, um die doppelte Haltelinie 48%, 20% zu halten. Und das ist viel zu viel, die Hälfte des Bundeshaushalts dafür auszugeben. Das heißt, es muss also diskutiert werden über andere Möglichkeiten. Ja, und da geht es eben um die Frage, die Renten zu senken oder aber das Renteneintrittsalter zu erhöhen oder eben die Beiträge anzuheben. Das sind die drei Optionen, die auch mal diskutiert werden müssten. Und wie sieht der Bundeshaushalt aus? Ja, der Bundeshaushalt ist momentan noch in einer ganz komfortablen Position, weil in den Vorjahren wurden große Reserven angelegt, auch die Defizite und Schuldenstände waren runtergekommen. Aber in 2 Jahren soll ja wieder gelten die Schuldenbremse und dann muss das Haushaltsdefizit des Bundes runterkommen auf einen niedrigen einstelligen Milliardenbetrag. Das wird man dann noch vielleicht 2 Jahre lang so schaffen, aber dann 2025, dann wird die Flüchtlingsrücklage aufgebraucht sein. Dann wird auch die Rentenversicherung höhere Subventionen verlangen. Ja, und dann wird es echt eng werden im Bundeshaushalt. Und da brauchen wir auch eine Diskussion darüber, letztendlich über eine Repriorisierung der öffentlichen Aufgaben und der öffentlichen Ausgaben.